Und deswegen hat die Idee. Entschuldigung, ich bin mitten in meinem Solo. Oh, Verzeihung, Herr Uthoff, wir finden es natürlich auch alle sehr formidabel, wie Sie hier den satirischen Stuck an die bürgerlichen Decke der Verhältnisse meißeln. Man meißelt keinen Stuck. Sehen Sie, genau das meine ich. Schluss mit diesen fein ziselierten Wortgelanden. Wir wollen endlich Köpfe rollen sehen. Ha? Ja, ja. Warum nicht? Wir haben ja eine Guillotine hier. Oh, ich kann kein Blut sehen. Oh, okay. Ach, machen Sie nichts draus. Wir haben eine von der Gesellschaft für humanes Köpfen. Oh. Also, jetzt möchte ich ein paar Vorschläge. Na, wer soll's denn sein? Janukowitsch! Janukowitsch! Ja, was wird ihm vorgeworfen? Er hat sein Volk unterdrückt. Ja, genau! Ja, aber er ist von diesem Volk gewählt worden. Ach, das hat die OSZE auch gesagt. Aber ja, kommen Sie, wenn Sie jeden demokratisch gewählten Vertreter, der von seinem Volk nicht gemocht wird, beseitigen, dann müssen die Hessen schon wieder wählen. Wie lautet die Anklage? Er ist ein korrupter Oligarch mit einer herrlichen Villa in Großburg-Wedel. Ja! Ja, aber ist gerade freigesprochen worden. Ja. Na, und er hat uns den Gauk eingebrochen. Ja. Gauk! 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 Was ist der Grund? Naja, Gauk hat sich in Griechenland selbst schuldig gesprochen. Oh. Ja, moralisch, aber nicht rechtlich. Ach so. Und warum? Das war billiger. Ja. Also. Sagen Sie mal, können Sie sich bitte mal entscheiden? Blüm! Blüm! Norbert Blüm! Was? Bitte vielmals um Verzeihung, aber das ist ein Kabarettreflex aus den 80er Jahren. Okay. Dann köpfen wir den Friedrich! Jo. Ja. Wo soll denn da die Strafe sein? Sein Kopf hat er noch nie benutzt. Mist! Dann die Merkel vielleicht. Merkel! 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 Das ist Ihre erste gute Idee. Ja. Aber, warum? Was hat die denn in letzter Zeit gemacht? Weiß ich gar nicht. Das würde mich auch interessieren. Was tut die eigentlich hauptberuflich? Ja, keine Ahnung. Herr Frau Gabriel? Gabriel! Gabriel! Gucken Sie, der passt doch gar nicht auf die Guillotine. Dann nehmen wir den elektrischen Stuhl. Ja, ja, mit Windkraftenergie. Ja. Moment, die Stromtrassen sind doch noch gar nicht fertig. Ja, wegen dem Seehofer. Seehofer! Seehofer! Moment, stopp. Nein, den Seehofer können wir nicht auf die Guillotine legen. Der dreht sich so schnell, da erwischen wir bloß die Zehennägel. Ah, die Schande der SPD! Ja! Ja. Den Bovareit? Was? Der ist in der SPD? Ich dachte mehr an den Edati. Edati! Edati! Da bin ich grundsätzlich ganz bei Ihnen. Aber schauen Sie, strafrechtlich werden wir dem Mann wahrscheinlich nichts vorwerfen können. Pui! Pui! Winkeladvokat! Oh, Paragrafenficker! Ja! Maxi Uthoff ist homosexuell! 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 Da habe ich einen Vorschlag für Sie. Wie wär's mit Uli Hoeneß? Oh, nee. Der Mann hat so viel geleistet. Das ist wirklich Das muss man sagen. Der Uli! Ja, außerdem hat er sich gleich am ersten Prozesstag selber hingerichtet. Ja, ja, egal, dann köpfen wir ihn nochmal. Bayerisches Buch. Moment, aber warum denn? Ja, er ist doch immerhin schuld daran, dass die Bundesliga so langweilig geworden ist. Genau, ja! Den kaufen wir uns! Uli! 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 Moment, Uli, Leute! Den können wir uns doch gar nicht leisten!